Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Space Haven und willkommen hier zurück zur Enterprise. Wir sind wieder gesprungen in der letzten Folge, kurz vorm Ende, und ja, wollen hier mal weiter plündern, gucken, was es hier so zu finden gibt. Dementsprechend schicke ich mal unsere Leute wieder los, die üblichen Verdächtigen. Und, so natürlich. So, gerade sehr gemütlich, muss ich sagen, bis jetzt. Irgendwie müssen wir noch mal gucken, was hier ausreicht an Nahrungsproduktion. Sollte man die Leute lieber das machen lassen? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Botanik liegt ja schon auf einem sehr hohen Level eigentlich. Vielleicht sollten die Leute die Botanik machen, aber auch nichts anderes. Also nicht zumindest zum Abbau gehen oder so. Das nehme ich mal raus, weil dann sind die immer so lange weg. Ja, abbauen sollen sie mal nicht. So. Ah, ja. Unsere üblichen Verdächtigen. Ich werde mal diese Schleuse nehmen zum Andocken. So, von vorne nach hinten einmal durcharbeiten nachher. Ah, sehr schön. Hier kann man gut durchgucken. Alter, was ist das für ein Raum? Was ist das? Ob was kommt. Bisher noch nicht. Gehen wir mal kurz hier hin. Sammeln mal ein. Ah, Quatsch. Einmal erstmal so einsammeln. Gehen wir mal hier so rein. Da ist nichts. Gefällt mir soweit. So, neues Datenlog. Schauen wir uns auch gleich an. Nachdem wir das Schiff hier gesichert haben. Interessant. Hier scheint nichts zu sein. Aha, okay. Sehr gut. Also hier war nichts. Schiff, das ist ja ein Schiff, was intakt ist, ne? Ja. Transfer, aber nicht viel da, ne, muss ich ehrlicherweise sagen. Nicht viel da. Ja, aber trotzdem. Wir machen weiter. So. So, sehr schön. Ich hoffe mal, dass es hier auch so entspannt ist. Werden wir sehen nachher. Ja, der ist immer mit uns, ne? So habe ich den Eindruck.
ressourcenreichen Nebens. Ja, das nervt. Wir haben davon anscheinend echt nicht genug da. Ich werde jetzt mal bei den Einstellungen mal gucken, dass wir das mal anders machen. So, und zwar, wie wollen wir das machen? Geh mal runter. So, erstmal Wurzelgemüse. So, dann würde ich mal Früchte dazu nehmen. Dann haben wir schon mal Vitamine da. Dann Nüsse und Samen. Dann Fleisch. Das geht nicht. Kann ich Nüsse runternehmen? Könnte ich Früchte runternehmen? Ja, könnte ich denn Wurzelgemüse runternehmen? Ja, so. Einstellung wird so gelassen. Ja, bin mal gespannt, um ehrlich zu sein, wie das jetzt wird. Noch mal ein paar Leute rüber. Ja, schön. So. Jo, es fehlt anscheinend an allem, was diese, ja, Nahrungsgeschichte angeht, zumindest. So. Hüllenschrott dann mal einmal abbauen. Ich werde hier mal die Logistik anhalten und wir warten mal drauf, bis hier mal ein bisschen die Sachen da sind. So. Mal hier, jo.
sind wir hier durch? Ja. Ja, die üblichen wieder, bitte. Emmeline, Maureen, Myra und Sufjan. Komm mal bitte rein hier. Und dann docken wir hier mal an. Muss ja irgendwie gehen. Jawohl. Aber wir haben das Datenlog von eben nicht gelesen, ne? Machen wir gleich. Indem wir hier vorgedrungen sind. Ich glaube, diese beiden Schiffe waren so eine Flotte eventuell, könnte ich mir vorstellen. Da rauf. Oh, sehr schön. Trauen wir uns mal hier rein. Sehr enge Behältnisse hier. Aber wir kommen mal so hier hin. Hier ist so quasi die Kommandozentrale gewesen. Sehr gut. Nein, bitte nicht. Ist hier noch was? Ja, da ist noch was. Einmal hier bitte. Sehr gut. Oh, das Schiff haben wir. Ja, auch das hier werden wir mal als Wrack behandeln. Plündern, als Wrack behandeln. Vor allem, es ist ja ein Wrack. So. Und dann lesen wir uns mal die Datenlogs mal durch. Oder das eine hier, Call Me Crazy. Ein großes Abenteuer. Call Me Crazy Logbuch des Kapitäns, letzter Eintrag. Ganz ehrlich, das zu sagen hat wehgetan, zu wissen, dass wir so weit gekommen sind, nur um dann, bin verdammt nochmal selbst daran schuld, denn trotz allem, was vorgefallen war, hatte ich immer noch Vertrauen in Blondie. Ich hätte nie gedacht, dass er... Wir haben Eden gefunden. Der Planet ist wunderschön. Ich habe mich oft gefragt, wie die Erde wohl ausgesehen hat, bevor wir sie zugrunde richteten. Blau und grün und weiß. Hoffentlich gehen wir mit diesem Planeten besser um. Hoffentlich haben wir unsere Lektion gelernt. Aber wenn du das hier hörst, musst du dir sehr wahrscheinlich nicht mehr von mir erzählen lassen, wie der Planet aussieht. Herzlichen Glückwunsch. Du hast Eden ebenfalls gefunden. Naja, noch nicht. So. Wir sind irgendwo da unten und ich kann nur hoffen, dass wir einen Weg gefunden haben, dort zu überleben. Wir haben gejubelt, gefeiert und uns gegenseitig auf die Schulter geklopft, als plötzlich die Lichter ausgingen. Als wir dann den Frachtraum überprüften, es war Sabotage, schlicht und ergreifend. Brown war kurz davor, Blondie aus der Druckschleuse in den Weltraum zu befördern. Während wir schliefen, hat dieser hellhaarige Drecksack die Hälfte unserer Energiestäbe ins All abgeworfen und dann das Ladungsverzeichnis gefälscht. Es war wohl so, dass Chang ihm auf die Schliche gekommen war und ihn dann zur Rede stellen wollte. Ja, ich hätte das Lager nochmals überprüfen sollen. Und das war's dann. Wir sitzen nun ganz offiziell ohne Strom da. Blackout. Schiffbrüchig in den Tiefen des Alls. In diesem System gibt es zwar reichlich von allem, was wir benötigen, aber ohne Strom können wir nichts davon raffinieren. All die Kristalle zum Greifen nah, aber die Lichter an Bord sind aus. Die Maschinen laufen nicht und es gibt hier keine verlassenen Schiffe, aus denen wir etwas bergen könnten. Wir haben nicht mal mehr einen Tropfen im Tank und bis zur nächsten Pumpe ist es ziemlich weit. Blondie war sich keinerlei Schuld bewusst, stand da, als hätte er uns allen einen riesigen Gefallen getan. Als hätte er mit seiner Aktion die Welt gerettet. Dieser eingebildete Bastard. Chefkoch hat seine Kabine durchsucht.
Wie sich herausgestellt hat, ist Blondie ein Anhänger des Kults von New Haven. Diese Spinner, die ernsthaft glauben, dass Gott irgendwo im All auf uns wartet und die predigen, dass wir nie wieder auf einen Planeten hausen sollten, da Gott uns aus dem Garten Eden gejagt hat. Das Buch, in dem er die ganze Zeit über gelesen hatte, die gesammelten Predigten von Visionär Abel. Dieser Kerl hat sich direkt unter unserer Nase einer selbstverordneten Gehirnwäsche unterzogen. Naja, er ist jetzt der Angeschmierte. Wir begeben uns nämlich hinunter auf die Planetenoberfläche. Schließlich können wir ja nicht sehr viel länger hier oben bleiben. So ganz ohne Strom. Es wird nämlich langsam richtig kalt hier. Blondie meinte, er wolle hier bleiben. Soll mir recht sein. Im Shuttle ist eh noch Platz für 4. Ich kann gut darauf verzichten, die Visage dieses verräterischen Hundesohns jeden Tag sehen zu müssen, während wir dort unten festsitzen. Soll er sich in Kryostase versetzen oder erfrieren? Mir ist das egal, ich will ihn einfach nur nie wiedersehen. Wie auch immer, das hier stellt wohl einen Notruf dar. Wenn du das hier hörst, sind wir hoffentlich noch immer irgendwo da unten und warten auf Rettung. Es wird möglicherweise schwierig sein, uns zu finden. Ist ja nicht so, als könnten wir in unserer Lage eine Kolonie oder ähnliches errichten. Ehrlich, es würde schon an ein Wunder grenzen, wenn wir dort unten nicht verhungern. Geschweige denn Materialien finden, um eine Funkbarke bauen zu können. Aber die Wahrscheinlichkeit zu überleben ist immer noch höher, als wenn wir hier oben bleiben und darauf warten zu erfrieren. Ich hoffe, dass du uns findest und wir uns begegnen können, wer immer du auch sein magst. Bis dahin, Floyd Pierce, Kapitän der HSS Call Me Crazy, meldet sich ab. Sehr interessant. Ja, und dann gib ihn. Bisschen schneller machen und dann gucken wir mal weiter. Jetzt sammeln wir mal so ein bisschen Stuff. Und dann kann es ja auch gleich losgehen. Ja, bin mal gespannt. Okay. Ja, danach werden wir hier nochmal so die Ressourcen einsammeln und dann geht's auch wieder weiter. Ihr kennt das Spiel. Mhm. Schon interessant, Leute, hier. So, kommt ein bisschen was rum hier. Wie sieht es hier aus? 98%, 100%. Oha, ja, das wird. Ich frage mich, wer hier jetzt abbaut. Also die laufen hier einfach viel zu lange rum, ne? Wie machen wir das? Sollen wir hier mal das Wasser lagern? Erstmal hier im Flur? Das machen wir mal. Damit die nicht immer so lange hin und her laufen müssen. Erstmal hier hin. Hier kommt erstmal das Wasser hin. Das brauchen wir ja für nichts anderes. Wie sieht's aus? Bergung laufen. Oh, Moment. Regeln, alles auswählen, raus hier. Und dann Wasser hierher bringen. Und hier werde ich dann mal so Wasser rausschieben. Wasser gehört nicht hierhin. Wasser wird jetzt mal näher rangeholt. So.
So, biologischer Abfall würde ich auch hier hinholen. Regeln, das kriegt man ja hin. Also hier, Biomasse nennt sich das ja. Biomasse hier raus die Biomasse. Ist ja gar nicht mehr so viel, ne? Muss ich sagen. Wir haben gar nicht so viel Biomasse, ne? Naja. Kann sie auch hierher gebracht werden. So, jetzt wird das Wasser hier rüber getragen. Die Biomasse auch. Hoffentlich bald. Sehr schön. Jo, wir lassen natürlich weiterarbeiten. Das muss ja alles so langsam aber sicher erledigt werden. Ist gerade viel zu tun. So, ich werde das jetzt mal wieder zulassen, damit die Leute normales Essen essen, hier dann anhalten. So, dann ist hier auch mal was drin. Und ich hoffe mal, das wird ausreichen, ne? Eine Sache. Ja, das wird, glaube ich. Das sieht schon vernünftig aus hier. Ah, da passen ja nur 50 Sachen rein, ne? Sehr interessant. Dann werde ich noch eins bauen. Dann kommt... Oh! Was? Habe ich das hier einfach so ein weiter reingebaut? Oh! Oho, okay. Das war mir jetzt nicht so bewusst. Eieieiei. Ja, das werden wir natürlich ändern. So. Wie sieht's mit den Bergungen aus? Es läuft. Ihr Lieben, ich danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir weitermachen. Bin mal gespannt, ob das hier reicht oder ob wir nochmal optimieren müssen. Ich danke fürs Zuschauen nochmal. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Farid.